Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Inhaltlich könnte das, was ich jetzt erzähle, schon in Season 15 kommen. Vielleicht kommt es auch erst in Season 16. Ich habe es vor einigen Wochen schon mal angesprochen. Vor Release von Season 14 war ich zu Gast bei einem Exklusiv-Respawn-Livestream. Und zwar ging es darum, ob wir irgendwann unseren Teammates oder sonst wem irgendwelche Inhalte von Apex Legends schenken können, also Sachen verschenken. Und in den Gamefiles mit dem aktuellen Event wurde Folgendes gefunden. Ein Benachrichtigungs-Icon links, was wahrscheinlich dann aufploppt, sobald ihr euer Spiel anschmeißt. In der Lobby ploppt das dann auf. Achtung, du hast ein Geschenk erhalten. Und natürlich das Geschenk-Icon selber, wenn wir die Nachricht dann öffnen wahrscheinlich. Was könnte sein, was wir alles verschenken können? Ist natürlich nicht klar. Respawn hat sich dazu noch nicht geäußert. Ich gehe von Crafting-Metallen aus, von legendären Token, vielleicht sogar Coins. Das ist das, was ich inhaltlich denke. Skins, die wir schon mal selber freigeschaltet haben, vor Jahren, vor keine Ahnung, oder du kaufst in einem Event einen Skin und kannst ihn verschenken. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich habe aber eine Vermutung, was vielleicht ins Spiel kommt, was ich aus einem anderen Spiel, was in dem Genre ja gar nichts zu suchen hat, möglich sein könnte. Und zwar ist es in Diablo 3, wer das Spiel kennt vielleicht, könnte das so sein, du spielst etwas frei, du findest von mir aus einen Skin und dann siehst du sofort, Achtung, den Skin selber kannst du nicht tragen, das ist ein Geschenk, was du an einen deiner Teammates weiterreichen kannst. Und das ist genau das, was ich denke, dass wir in bestimmten Events oder auch im Battle Pass von mir aus Geschenke freischaltest, Skins, die für dich selber nicht bestimmt sind, die du dann halt weitertragen kannst. Jetzt wiederhole ich mich, aber das ist genau das System, was sich dahinter verbergen könnte, wenn es darüber hinausgeht, wenn es nur Crafting-Metalle, Coins und so weiter sind. Weil Skins sonst selber, die du so in deinem Inventar trägst, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und warum sollte man auch Skins verschenken? Macht für mich erstmal keinen Sinn, zumindest nicht die, die richtig geil sind, die möchtest du natürlich für dich selber behalten. Leute, was denkt ihr? Findet ihr dieses System geil? Braucht es das in Apex Legends, damit es hier endlich mal so richtig nach vorne geht? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Verbleibe natürlich mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder rein, ciao.